Genauso wie halt auch irgendwie viele Leute ein Problem mit Übertreibung haben, ne? Wenn man nicht mal mehr in einer Kunstfigur sagen darf. Ja gut, ich sag's jetzt lieber nicht, aber das, was Julian Spock gesagt hat, ich meine, wer zum Teufel glaubt denn, dass er das ernst meint? Entschuldige mal. Was für ein Trottel kann man denn sein, um zu glauben, weißt du was? Die sollte man alle in ein Vernichtungslager fahren und umbringen. Und wisst ihr was? Ich mach das und streike dabei nicht. Ja, klar. Natürlich. Das meint er mit Sicherheit ernst. Wer zum. Ich möchte immer noch wissen, erstens, wer da geklagt hat und zweitens, bei welchem Gericht um alles in der Welt sowas überhaupt durchgehen kann. Ich kann mir das wirklich nicht erklären. Vor welchem Gericht in Deutschland eine solche Klage durchgehen kann und Recht bekommt. Ja? Das ist wieder so ein Fall von unserer Zensurgesellschaft, die wir uns ja anscheinend tatsächlich wünschen. Der hat was gesagt, was ich. Hallo? Ja, gut. Das hinterfrage ich jetzt lieber mal nicht, warum ich jetzt hier die ganze Zeit die Wackmann-Schüler geöffnet habe. Auf jeden Fall, ja. Das will ich nicht hören. Das finde ich anzüglich. Da wird gleich mal verklagt. Ob es gerechtfertigt ist oder nicht, ist eine andere Sache. Ich muss sagen, ich kann über sowas lachen. Ob ich jetzt ein böser Mensch bin, ist die andere Frage. Aber da fand ich auch das Statement von Jan Böhmermann ganz gut. Und wenn das Volksverhetze ist, ich meine, was zum Geier? Volksverhetzung ist in meinen Augen das, was die Pegida macht. Das ist eher Volksverhetzung, ja? Aber wenn man eine nicht ernst gemeinte Aussage, der einfach nur eine Übertreibung ist, ja, das nennt sich Hyperbel. Das ist ein Stilmittel. Das benutzt absolut jeder. Und ich meine, wenn man sich mal ein bisschen auskennt, in der Geschichte, was Julian Spock für Videos mal gemacht hat, kommt man auch relativ schnell irgendwann mal auf das Video Definition Dummheit. Und da erklärt er sogar noch, wie man Hyperbeln, in Klammern Übertreibungen, verstehen sollte. So. Und das Ganze selbstironischerweise und ironischerweise auch in Kombination mit der Sache, für die er angezeigt worden ist, ja. Und eine Bewährungsstrafe gestern, deswegen, ich betone es nochmal, Volksverhetzung ist. Alter, das ist doch nicht normal, sowas, ne? Er erklärt sogar in seinem eigenen Video, was eine Hyperbel ist. Ich sag nur so viel, vielleicht kennt das noch der eine oder andere. Filmrating mit Totgeburten. Unter anderem. Ja, klar. Das ist auch ernst gemeint, ne? Also glauben vielleicht einige von der Bild-Zeitung oder was weiß ich, wer da geklagt hat. Ich kann es mir vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Dass die glauben, dass er das ernst meint. Aber wer mit normalem Menschenverstand glaubt denn bitte, dass sowas ernst gemeint ist? Also, das würde mich halt echt doch interessieren. Das geht nicht in meinen Kopf rein, wie man glauben kann, dass das ernst gemeint ist. Aber gut, das ist jetzt eine andere Sache. Darüber will ich jetzt eigentlich auch nicht wirklich reden. Lassen wir es einfach gut sein. Ist jetzt geschehen, aber es sind einfach so viele Sachen, die einfach schief laufen. Und um die eigentlichen Probleme, die man hat und die wir haben, kümmert sich einfach mal niemand. Weil es einfach viel einfacher und viel bequemer ist, sowas zu tun und am Laufenden mal zu zitieren.
Und allein dieses Urteil gibt wieder recht. Dass viele Leute in so einer Zensurgesellschaft leben wollen. Dieses Urteil ist genauso bezeichnend dafür wie viele YouTube-Kommentare unter kritischen Videos. Man kann es auch einfach mit einem Filmzitat die Sache zu Ende zu bringen. Es gibt da so ein schönes Zitat, das da heißt: Die Wahrheit, ihr könnt die Wahrheit doch gar nicht vertragen. Und ich glaube, das trifft auf, ja, wenn wir großzügig sind, 80% der deutschen Bevölkerung auch zu. Also, weil entweder können sie die Wahrheit nicht ertragen oder sie wollen die Wahrheit nicht ertragen. Aber eins von beiden trifft auf jeden Fall zu. Daran sehen wir, dass einfach irgendwas ganz mächtig schief läuft im Moment. Ah, was heißt irgendwas? Alles läuft mächtig schief. Wenn ich sage alles, dann meine ich auch alles. So. So viel mal zum Thema. Also das ist schon beeindruckend, wie weit wir gekommen sind. Es ist allerdings auch nicht gerade weniger beeindruckend, wenn ich hier so anschaue, was hier noch terraformungstechnisch da so vor uns liegt. Ich weiß ja nicht, aber die Ebene endet ja erst, also geht ja erst hier drüben weiter. So richtig weit unten, wir haben hier so einen kleinen Talkessel. Ich weiß nicht, ob ich den überhaupt so aushöhlen will. Wäre aber vermutlich das einzig Sinnvolle. Was man da alles tun kann. Wenn auch hier, ja gut, hier ist jetzt dieser Kiesbohrplatz, ne? Da könnte ich halt eigentlich auch ein Stück weit. So da lassen halt, ne? So. Da geht dann hier die Auffallstraße runter. Genau. Ja doch, ich denke, das ergibt Sinn. Jetzt machen wir immer noch so ein paar Wegleuchten. Gut. Da sind wieder Schafe. Hey. Also merkt ihr, der Durchgang ist schon um einiges breiter. Also nicht breiter, aber halt. Ich sag jetzt mal komfortabler geworden. Ich würde schon sagen, man kommt jetzt hier viel einfacher drüber. Halt schon vom Spawnpunkt, weil es einfach hier nicht mehr so viel rumgehoppelt ist. Davon abgesehen, es sieht doch ein bisschen schöner aus eigentlich. So viel zum Thema übrigens, lief die Case wieder integriert worden. Am Arsch ist es das. Okay, und wir müssen definitiv Materialien mal nach oben bringen. Oh Gott. Okay, warte, ich weiß genau, wie wir das jetzt am besten machen. So. Zack, 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 zack. Zack, zack. So ist das, glaube ich, ganz okay. Dann haben wir nämlich jetzt oben als erstes mal eine Steinkiste. Das heißt, wir können eigentlich schon zwei Steinkisten oben machen dann. So. Weil wir oben noch ein bisschen Steine in der Kiste über. Muss ich bloß noch. Ah, warte. Ich nehme das Holz hier noch mit.
Wegen Schildern. Kann ich Schilder schon in Kisten platzieren? Weiß ich, meine, ich kann jetzt ja schon sneaken, aber ich glaube nicht, dass ich mit sneaken an die Kiste ein Schild platzieren kann. Das glaube ich nicht, dass das schon geht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, ich kann es ja dann mal probieren. Aber ich glaube, es war nicht. So. Boah, wie schön das hier eigentlich ausgeleuchtet ist. Im Vergleich zu unten. Ja, die Burg ist schon schön. Also sie ist auf jeden Fall schöner als die Burg, die ich in der Alpha gebaut habe. In meiner ersten Welt. Die Frage ist, wo tun wir Stein? Und ich würde sagen, Stein kommt hier ganz ans Ende. So. 1, 11, 12, 13, 14. Ja, sagen wir mal dann hier Kobbel. Und dann links. Weiß nicht, Lapis Lazuli gibt es glaube ich noch gar nicht. Ich kann ja trotzdem hier schon mal hinschreiben. Lapis. Also hier kommt ein Lapis. Gold. Eisen. Diamanten. Oder sowas. Und dafür sind ja die Kleinkisten echt eh ganz gut. Wenn ich hier drin nicht eine Workbench. Okay, wir haben hier drin kein Crafting Table. Das ist echt. Kontraproduktiv. Genau das ist das Wort, das ich suchte. So. Okay, das ist zu wenig Holz. Mir fehlen quasi genau 4 Holz. Ich würde sagen, das klauen wir uns. Wir sind richtig böse jetzt. Gott, sind Schilder teuer. So.